Es geht leider um die Afghanin Mariam H. Sie wurde von ihren jüngeren Brüdern in Berlin ermordet und davon ist die Staatsanwaltschaft zumindest überzeugt. Der unfassbare Grund, die zweifache Mutter, soll das Ehrgefühl ihrer Familie verletzt haben. Ja, die junge Mutter von zwei Söhnen kam 2013 als Asylbewerberin nach Deutschland und ihre streng islamisch geprägte Ehe war immer voller häuslicher Gewalt. 2017 hat es ihr dann gereicht. Mariam H. lässt sich scheiden. Nach deutschem Recht, nach traditionell islamischem Recht, ist sie aber weiterhin verheiratet. Und das ist dann ganz zum Missfallen ihrer zwei Brüder. Sie haben sie wirklich die ganze Zeit über oder sollen sie kontrolliert haben, waren gewalttätig, wenn sie abends nicht nach Hause gekommen ist oder sich mit Bekannten getroffen hat. Im Haftbefehl heißt es sogar, die Beschuldigten handelten aus verletztem Ehrgefühl heraus. In Berlin sollen zwei Brüder ihre eigene Schwester ermordet haben. Laut Staatsanwaltschaft haben die Männer ihre Schwester gemeinsam getötet. Noch am gleichen Tag bringen sie die Leiche in einem Koffer mit der Bahn nach Bayern. Ich stehe jetzt hier auf einem Feldweg in Holzkirchen bei Ehekirchen. Hier ist die Polizei konkreten Hinweisen nachgegangen, dass hier eine Frauenleiche begraben sein soll. Die beiden Afghanen fühlten sich offenbar von ihrem westlichen Lebensstil gekränkt. Die zweifache Mutter lebte in Scheidung, führte ein eigenständiges Leben und soll neu verliebt gewesen sein. Zunächst wird die Frau als vermisst gemeldet. Doch dann verdichten sich Hinweise darauf, dass sie getötet worden sein könnte. Ermittler durchsuchen die Wohnung des neuen Freundes in Hellersdorf. Videoaufnahmen von Überwachungskameras eines Fernbahnhofs erhärten den Mordverdacht gegen die Brüder. Also ein wirklich grauenhaftes Verbrechen, was hier die Anwohner natürlich dann auch schockt, wenn man sich das vorstellt, dass diese Leiche quer durch Deutschland von Berlin bis hier nach Oberbayern transportiert wurde und dann schließlich hier abgelegt wurde. Und uns zugeschaltet ist jetzt Matthias Becker, Bildreporter. Matthias, du hattest sehr früh Akteneinsicht in den Fall. Und wir haben es gerade auch in dem Beitrag gehört, die beiden Brüder haben die Leiche ihrer Schwester von Berlin nach Bayern in der Bahn transportiert. Warum durch ganz Deutschland? Was war da der, ja, warum? Naja, es lässt sich so erklären, dass wenn man eine Leiche verbringen möchte, irgendwo verscharren, dann will man natürlich irgendwo auch ein Gebiet haben, wo man sich auskennt. Anscheinend war Berlin viel zu dicht und die wussten nicht so recht, wohin mit der Leiche hier in Berlin. Also haben sie sich entschieden, nahe dem Wohnort des Bruders Sayed H. Die Leiche im Koffer zu verbringen. Und wir wollen uns jetzt auch noch Aufnahmen anschauen, wo man ganz genau sieht, von der Polizei sind die wie eine Polizistin gleicher Größe und Statue wie Mariam H. in einem baugleichen Koffer die Situation nachstellt. Diese Bilder sehen wir gleich und sie konnte problemlos Platz in dem Koffer nehmen. Konnte man denn inzwischen nachweisen, dass sich die Tote auch wirklich sicher in dem Koffer befunden hat? Dafür gibt es für die Ermittler gar keine Zweifel, dass auf dem Videoband, ich konnte kurz mal einen Blick drauf werfen, als in einem beobachtenden Moment, da sieht man, wie die beiden Brüder auf dem Bahnhof Südkreuz stehen, schwer zu tun haben mit diesem übermenschlich schweren, großen Koffer. Und der war sehr ausgebeult. Und das war das Einzige, wann und wie überhaupt das Opfer Berlin verlassen konnte. Die beiden Tatverdächtigen, die waren auch schon polizeibekannt und die wurden auch schon oft gewalttätig, auch gegenüber eben ihrer Schwester. Und das hat man immer wieder auch mitbekommen. Warum wurde denn nie auf diese Hilferufe von der Schwester reagiert? Also so wie es mir erklärt wurde, hat immer dann, wenn jetzt Mariam eine Verletzung hatte, sie war Anfang des Jahres, hatte sie einen sogenannten Cut am linken Auge, das genäht werden musste. Den einen hat sie gesagt, ein Flüchtlingsbewohner hätte sie geschlagen. Den anderen hat sie erzählt, sie hätte sich gestoßen, geglaubt hat ihr niemand. Aber sie hat sich dann auch immer wieder zurückgezogen, sobald man nachgefragt hat, seitens der Sozialarbeiter, seitens der Heimleitung. Sie hat sich dann zurückgezogen und hat sogar den Kontakt ganz abgebrochen. So ist niemand eigentlich an sie herangekommen und sie hat sich auch niemandem offenbart, weil der Druck von ihrer Familie, ihrem Ex-Mann so groß war.
Beide Täter sitzen. Ah, jetzt höre ich gerade, wir können jetzt die Bilder sehen. Wir haben gerade die Polizistin in dem Koffer gesehen, die das nachgestellt hat. Jetzt wissen wir aber auch, dass die beiden Täter in Untersuchungshaft sich befinden. Wie wird es mit dem Prozess weitergehen? Ich habe mit einem Verteidiger gesprochen, der betonte, dass sein Mandant schweigt. Er sagt dazu gar nichts. Und der Anwalt spricht von einem Fememord, ähnlich wie Syrücü, Hatun Syrücü, die 2006 bei einem sogenannten Ehrenmord durch ihre Brüder getötet wurde, dass es dort eine Vorverurteilung gibt. Und er spricht sogar von einem ausgemachten, ausgeprägten Ermittlerlyrik seitens der Beweise, die Polizei hat. Matthias Becker, ganz herzlichen Dank an dich für diese Information. Und wir wollen auch noch ein bisschen weiter über diesen Fall sprechen und schauen einmal auf folgendes Bild. Und zwar hat sich Berlins Integrationssenatorin Elke Breitenbach von den Linken zu dem Fall geäußert. Und zwar, in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist kein Ehrenmord, das ist Femizid. Und Frau Breitenbach ist uns jetzt auch zugeschaltet. Frau Breitenbach, schönen guten Morgen, dass Sie sich für uns die Zeit nehmen. Ja, die beiden, die kamen nach Deutschland, um ja sozusagen ein sicheres Leben zu führen, in der Hoffnung eben hier ein sicheres Leben zu führen. Und als politische Person sind Sie natürlich mit Ihrem Ministerium dafür verantwortlich, dass das dann auch gewährleistet ist, dass die beiden sich integrieren. Das ging jetzt aber, wie gesagt, ja mehr als nur schief. Die Frau wurde Opfer eines brutalen Verbrechens. Und ja, dann fragt man sich natürlich auch so, schämt man sich da in ihrer Position dafür, dass sowas passiert ist? Schämen Sie sich? Nein, ich schäme mich nicht, aber ich bedauere natürlich diesen Fall und finde es einen ganz, ganz schrecklichen Fall. Und ich habe gesagt, mit diesem Begriff Ehrenmord kann ich wenig anfangen. Es verhöhnt auch die Opfer. Bei Mord gibt es keine Ehre, deshalb sage ich, es ist ein Femizid. Diese Frau wurde umgebracht, weil sie eine Frau ist. Deshalb Femizid. Wir haben in den Flüchtlingsunterkünften Gewaltschutzkonzepte. Es hat auch eben Ihr Kollege noch mal deutlich gesagt, es wurde auf die Frau zugegangen. Sie können nur Frauen helfen und stärken, wenn sie sich öffnen. Und auch für die Männer brauchen wir Beratungsangebote, da, wo sie sich hinwenden können. Und wenn es eine Straftat gibt, dann ist dafür die Polizei, die Staatsanwaltschaft, letztlich die Gerichte zuständig und die werden entscheiden. Und ich hoffe sehr, dass dieser Femizid dann auch entsprechend bestraft wird. Jetzt muss man aber sagen, die Staatsanwaltschaft, die sagt ganz klar, dass das Motiv gekränktes Ehrgefühl ist. Sie sagen jetzt, das hängt am machen das vom Geschlecht abhängig. Das funktioniert ja nicht. Doch, das funktioniert sehr gut, weil in dem Moment, wo ein Mann sagt, mein Ehrgefühl oder das Ehrgefühl meiner Familie ist jetzt gekränkt. Das hängt nur mit einer Frau zusammen. Nur bei einer Frau passiert es. Ein Mann wird in der Regel deshalb nicht umgebracht, sondern weil eine Frau sich ihr Recht und ihre Freiheit genommen hat. Das erleben wir übrigens nicht nur in muslimischen Familien oder bei muslimischen Männern, sondern es ist insgesamt ein Problem von Männern, Femizide. Da werden Frauen getötet, verletzt, weil sie Frauen sind. Wir kennen das. Der Mord aus Leidenschaft ist auch ein Femizid. Es sind immer gekränkte Männer. Es sind patriarchale Strukturen. Und da müssen wir ansetzen, sonst werden wir es nicht verhindern können. Frau Breitenbach, dann direkt die Frage zurück. Was konkret tun Sie dafür? Ich habe eben gesagt, dort, wo ich tätig bin, also in den Einrichtungen, haben wir Gewaltschutzkonzepte. Wir beraten die Frauen. Es gibt auch sehr viele Träger, die Angebote machen für die Männer, wo es Gesprächskreise gibt, wo sie sich mit ihrer Rolle auseinandersetzen. Und ich kann Ihnen sagen, im Land Berlin gibt es viele Ansätze. Aufbruch Neukölln, die haben Jahrzehnte Erfahrung und positive Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Männern, mit Männergruppen sozusagen, mit türkischen und arabischen Männern. Wir brauchen mehr dieser Beratungsstellen. Wir brauchen aber auch endlich eine Statistik, die Femizide ausweist. Bislang haben wir eine Statistik, da gibt es Mord und Totschlag. Und wir brauchen viel mehr Daten, damit wir wissen, wie kommt es zu Femizide, was sind die Gründe dafür
Und dann kann man da auch ansetzen und kann Hilfe anbieten. Und es geht in erster Linie dabei, die Frauen zu unterstützen, die Frauen zu stärken und natürlich ihre Gesundheit und ihr Leben zu retten. Frau Breitenbach, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich diesen Fragen gestellt haben. Danke Ihnen. Vielen Dank.